Das wird ein Style and Talk für Fingernägel. Warum, werdet ihr jetzt gleich wissen. Ihr wusstet ja, ich hatte Acryl in Lila und ich habe gesagt, mir gefällt das nicht, es sieht krank aus. Ich hatte noch Pigmente drauf. Einfach nur den Service machen, der wirklich sehr, sehr leicht vonstatten geht. Habe mich für diese Farbe entschieden. Es wird ein Blau Magnetic Lack, weil die letzten Monate, Wochen habe ich Daniel immer gefragt, welche Farbe soll ich denn machen? Und er hat immer gesagt, Blau. Und Blau hatte ich aber zu dieser Zeit schon gehabt und ich wollte jetzt nicht nochmal Blau. Und deswegen. So, Update. Das sind so noch nicht alle. Nur mal für ein besseres Verständnis, mit was ich mir meine Zeit vertrieben habe, wo dann andere Zeit flöten ging und ich kein Video zum Beispiel in der Zeit für euch schneiden konnte oder machen konnte. Hier sind noch nicht alle dran, hier kommen alle schwarz-weiß Helltöne. Dann haben wir hier, soweit meine Farbblindheit das ja zugelassen hat, rosa Ebene, wobei ich auch immer denke, aber das ist wirklich rosa. Dann die lila Ebene. Hier denke ich schon fast wieder, die 26 sieht aus wie ein Braun. Die hätte ich eigentlich auch zum Rot einordnen können. Ne? Naja, das fängt dann wirklich an, wenn man zu lange an den Farben sitzt, wird man ein bisschen bekloppt. So, Gelb-Grüntöne. Davon habe ich nicht so viel. Aber mir ist eingefallen beim Farbauftrag, ich benutze so, so selten Lacke, die mit einem Magneten schön bespielt werden. Und zwar kennt ihr bestimmt alle diese Dinger. Huch, oh, ey, die ballern mir jedes Mal zusammen. Ich werde mir schon mal einen Dehydrator auftragen, weil ich war gerade Gassi und musste Hände waschen, logischerweise. Also nicht, weil ich Gassi war, sondern ich musste generell Hände waschen, so. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass hier zu viel Feuchtigkeit noch drin sitzt. Habe mir in der Zeit noch extra einen Kaffee gemacht, in der Hoffnung, dass alles lufttrocknet. Aber das ist ja nicht so angenehm, ne? Prösterchen. Der ein oder andere wird sich freuen. Das weiß ich von euch aus dem Hintergrund. Der andere freut sich und denkt sich, oh nee, nicht schon wieder. Aber guckt sie trotzdem. Auch euch herzlich willkommen. Daumenfunktion mache ich hier auf dem Kanal absolut weg, weil hier interessiert mich die Tendenz wirklich null. Das sind, ihr wisst, also Fehler macht jeder, klar, und man lernt es am Gegenüber. Und wenn bei mir meine Nägel ein bisschen mistig aussehen des Öfteren, dann ist es, weil ich es so möchte oder keine Zeit habe oder in Hektik bin oder einen Schritt nicht geschafft habe und so zum Beispiel 2 Tage rumrenne, dass ich gar nicht fertig werde, aber meine Prioritäten sind dann andere, die wichtiger sind, ne? Also meine Prioritäten sind dann andere und nicht meine Nägel. Also ich kann es immer vertreten, aber derjenige, der dann vielleicht reinschaltet, denkt sich, oh mein Gott, die rennt doch jetzt nicht wirklich so rum. Doch, meine Kinder stehen an erster Stelle und dann kommen andere diverse Sachen. Huch. Natürlich werde ich mich, wenn Daniel kommt, hier auch nicht feuchtfröhlich an den Tisch setzen, um 2 Stunden meine Nägel aufzufrischen. Und deswegen, ich weiß, ihr habt dafür Verständnis, wenn so eine Videos mal sind oder ich irgendwas präsentiere, wo man sagt, so, oh Gott, wie sieht ihr Nagel aus oder ihre Nägel? Deswegen Daumen weg. Ich kann diesen Kanal hier nicht so streng kontrollieren wie meinen anderen geliebten Lifestyle-Kanal Miranda Karat. Da sind ja die meisten von euch auch. Und ja, jetzt fange ich an. Ich quatsche ein bisschen einfach. Werde ich mir mein Brett heute schnappen, dass ich nicht wegrutsche. Ich hoffe, ihr seht alles, weil Kamera habe ich jetzt auch wieder neu positioniert. Das war ja immer, vor allen Dingen immer. Die Videos, die man auf dem Lifestyle-Kanal sieht, waren ja irgendwie so querformatig, ne? So, Moment, ich nehme kurz mal ein Schlückchen. Prost. Weiter geht's. Und erschreckt euch jetzt nicht. Zwischendurch. Es wird nicht immer werden. Aber zwischendurch werden, ich nenne es jetzt nicht ASMR-Videos, um Gottes Willen, aber Scratching-Videos oder generell, naja, nennen wir es mal beim Namen, also
Einige wissen ja, dass ich sehr lange mit der Fetischszene verbracht habe. Darunter auch meine Kinder, ist ja ganz klar, weil ich bin ja keine Person, die so bescheuert ist und sich ins Netz setzt und so tut, als wäre eine Vergangenheit nicht da, was nicht unbedingt eine Vergangenheit ist. So, jetzt lege ich diesen Magneten hier drüber. Und da waren ja, huch, da waren ja auch manchmal welche bei. So, ich glaube, 3, 4 Mal in meiner YouTube-Karriere, lol, Ironie off, waren so Spitzen bei manchmal in den Kommentaren, so guten Tag, Miss und bla. Und ich bin darauf auch gar nicht eingesprungen. Also klar, habe ich mitgemacht und habe zurückgesagt, guten Tag. Aber ich bereue ja nichts, wozu ich gestanden habe. Das ist ja das Ding. Es stehen ja nur nicht die Leute oder die Damen dazu, die das heimlich machen, weil es wahrscheinlich doch nicht die Passion oder Leidenschaft von den Menschen ist. Und deswegen tun sie dann so ganz pikiert und ich gehe damit ganz offen um und sage euch knallhart, ganz ehrlich, Nägel sind in diesem Fetischbereich absolut meine Leidenschaft. Und ich würde das weiterhin gerne machen, weil ich weiß, und da muss ich mir jetzt auch nicht schön reden. Ich sehe ja auch die Analytics und Timo zum Beispiel, ne? Wir kennen uns seit Jahren und er hat die Leidenschaft. Damit geht er auch total offen um, finde ich wunderbar. Warum denn nicht? Das Ding ist einfach, Fetisch wird immer so in den Dreck gezogen, oftmals. Manchmal denke ich dann so, wie viele von euch ziehen sich denn ASMR-Videos rein zum Beispiel? Wo die wenigsten wahrscheinlich wissen, weil es so kommerziell geworden ist, dass es eine Fetischgruppe ist. ASMR ist ein Fetischbereich zu meiner Zeit sehr, sehr stark ausgeprägt gewesen. Und dadurch, dass ich Nägel, Nagelfarben, meine Länge liebe, das wisst ihr, die diesen Kanal gucken, würde jeder von euch, wenn er diese Leidenschaft mit Nägeln besitzt und es auch noch schön findet, wenn andere die toll finden, was zweitrangig ist, jeder würde dafür Geld nehmen, ne? Und ich sage euch jetzt nur ein Beispiel, wie es manchmal ablief. Entweder hatte man die Cam zu laufen oder hat Videos gemacht oder jemand hatte auf meiner Webseite dann eben Wünsche, dann konnte man so ein Dropdown-Menü benutzen. Ich sage euch das ganz ehrlich, weil es mir nicht, ich schäme mich dafür null, null, absolut null, weil, ach, nicht weil, selbst wenn ich da mit Leuten Geschlechtsverkehr hätte, was ich nie gehabt habe. Das lassen wir aber gleich außen vor. Aber es gibt ja Frauen, die es machen und deswegen ist es auch nicht mein Recht zu sagen, das wäre mir unangenehm oder peinlich, um Gottes Willen. Jeder macht das, wie er möchte und ich war ziemlich unnahbar, indem die Männer, Entschuldigung, ich konzentriere mich hier wieder, sind ja teilweise Männer oder Feminisierung, die da ablaufen. Die sich einfach eine Farbe gewünscht haben und gesagt haben, ja, guten Tag, Miss, war natürlich die Anrede. Oder viele haben mich auch bei Vornamen genannt, gab es auch welche. Ich weiß nicht, wer den Mut hat, kann in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß, dass da etliche bei sind, die mich verfolgen und noch gucken. Ansonsten wären so eine Sachen über die Jahre ja auch nicht mal irgendwie so querschlägermäßig reingekommen. Ich habe damit kein Problem, wie gesagt. Bei mir wissen das alle, meine komplette Familie, alle. Und es ist auch nichts Anrüchiges. Das hört sich jetzt wieder an wie eine Rechenschaft, ne? Aber manchmal habe ich das Gefühl, man muss sich sehr viel erklären, wobei es mir auch völlig egal ist, wie mich jeder sieht. Das sage ich euch ganz ehrlich. Selbst wenn ich euch sagen würde, ich wäre eine Edelprostituierte, es wäre mir sowas von egal, wenn ich danach in Schubladen gesteckt werde und man deswegen meine Persönlichkeit oder meine Arbeit an den Nägeln nicht mehr mag, dann würde ich auch sagen, ja, dann tschüss. Also, ey Leute, im Krankenbereich Geriatrie kann ich euch sagen, läuft ein bisschen mehr ab mit Körperkontakt. Kann man nicht vergleichen, sage ich sofort. Die Menschen brauchen Hilfe, aber alles, was mit Krankenhaus zu tun hat, Arztschaft, ist die Intimität viel mehr. Bloß aus einer anderen Sicht. Und ich habe das gerne gemacht. Erstens habe ich den Leuten, wie zum Beispiel Timo, ey, sorry Timo, dass ich dich jetzt reinnehme, aber ich weiß, du gehst offen damit um,
die Wünsche ermöglicht, ne? Scratching ist zum Beispiel eine Form von Apfelsinenpellen. Ihr kennt es bestimmt irgendwo, wenn ihr selber ASMR guckt, dann gibt es so Schleimvideos. Es gibt aber auch Leute, die gucken sich einfach nicht aufgrund der Geräusche Hände und Nägel an, sondern wirklich, wenn man irgendwas knetet oder ganz ruhig macht. Ich werde dabei auf gar keinen Fall sprechen. Das ist schon mal klar. Das können die machen, die das wirklich können. Aber das war so eines meiner Bereiche, die ich gerne angeboten habe, gerne gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was da alles noch bei war. Na, wie gesagt, Feminisierung, ne? Alleine da so die Modellagen weiterzugeben. Natürlich war das nicht über online, das ist ganz klar. Aber es sind alles so, das fand ich so interessant und finde es heute noch interessant, wie ein Mensch sich wandeln kann als Figur und das ausleben kann. Und ja, wenn jemand rote Nägel wollte, hat er rote Nägel bekommen, ne? Und wenn man dafür gut bezahlt wurde, ja, dann hat es umso mehr Spaß gemacht. Machen wir uns nichts vor. Also da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich mir oder euch was vormache. Ja, wie kann man es anders vergleichen? Andere haben die Leidenschaft für Tanzen in der Disco oder hören sich ASMR-Videos an, wo man dann so Rollenspiele auch sieht, ne? Und dadurch, dass es so kommerziell geworden ist, haben die meisten irgendwie den Ursprung absolut vergessen. Und ich glaube, dass da einige, ja, so ein bisschen abschalten, weil es wirklich schon fast normal geworden ist. Also dieses ASMR mit diesen Ohren und so, das ist ja schon wirklich alles fast normal geworden. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch Gott sei Dank so eine, in Anführungsstrichen, Normalität bekommen, dass sich diese Darsteller nicht mehr verstecken müssen, sagen wir es mal so. Und selbst, also jeder, der sich vor YouTube vor die Kamera setzt, das ist traurig, aber man weiß nicht, wer dahinter sitzt, ne? Also Zugang kriegen die Leute, die den Zugang haben wollen. Und deswegen sage ich das hier knallhart, was hier so zwischendurch manchmal noch passiert. Und das hat nichts mit anrüchig zu tun oder so. Und ich verlange auch gar nicht, dass ihr die Videos dann anschaltet, wenn ich da irgendwie ein paar Zeichen in den Apfel ritze. Das waren auch so beliebte Bestseller, die ich als Videos fertig gemacht habe, weil es die beruhigt hat, weil sie gesehen haben, wie die Nägel funktionieren, weil sie gesehen haben, wie stabil die Nägel sind. Das fing an bei Dosen öffnen bis hin zu Knetspuren. Ihr könnt ja einfach mal suchen. Da gibt es genug zahlreiche Videos, die ein bisschen dumm, muss ich sagen, von mir dann hier eigentlich natürlich mit Werbung, aber kostenlos landen. Nur ich hatte dafür mein eigenes Gebiet, ne, und habe die Videos dafür verkauft. Und die Leute, die sich dafür interessiert haben, wussten, das ist das Unikat-Video mit der Farbe, die sie sich gewünscht haben, mit der Frucht, die sie sich gewünscht haben. Und das war noch mal individueller. Hier entscheide ich auf dem Kanal, wann habe ich Lust, wann klappt es mit einem guten Mikro. Nicht, dass ihr da denkt so, ach du Scheiße, was hat sie denn jetzt für einen Trip? Nee, es passt immer noch alles in die Nagelbranche rein. Und ich finde das auch ganz gut. Man kann alles irgendwie positiv sehen. Oh nein, jetzt habe ich. Ich blöde Kuh, jetzt habe ich beim Quatschen überhaupt nicht. Warum sagt ihr nichts? Ich habe beim Quatschen hier überhaupt nicht mein Magnet rübergehalten. Ja, wo war ich denn? Man kann alles positiv sehen. Der eine findet es total angenehm. Ich kann euch auch sagen, ich finde ASMR-Videos angenehm, wenn das Mikrofon stimmt, aber ich kann keine Schmatzgeräusche ab. Ich verurteile aber auch nicht oder sage irgendwie, boah, seid ihr pervers, die so eine Schmatzgeräusche hören, ja? Das ist einfach so ein komplett anderes Empfinden, was jeder hat. Aber ich bin trotzdem nicht so der Intensivgucker. Ich bin eher so der Macher. Das ist so eigentlich komplett typisch. Aber ich finde es auch cool, denn
Viele stellen sich ja wirklich vor, man kann mit diesen Nägeln nichts machen, wobei mittlerweile sollte man ja eigentlich, es ist ja nicht nur Deutschland in YouTube vertretbar, sondern man sieht ja genug Asiaten und Amerikaner, Italiener, Spanier sind bei, gibt ja genug Länder, wo die Frauen sehr, sehr lange Nägel tragen und da kräht von uns Deutschen kein Schwein nach, weil wahrscheinlich niemand den anderen verstehen würde. Aber ihr seht bestimmt, dass es absolut funktioniert. Und ich sage auch hier, weil ich das immer so süß finde, auf dem anderen Kanal schreiben dann manche, ich bewundere dich so, wie du alles mit den Nägeln kannst. Und sag dann auch nochmal an dieser Stelle, ihr dürft nicht vergessen, das ist nicht von heute auf morgen so, dass ich mir aus dem kurzen Nagelbett so eine Länge raufböller. Das ist peu à peu passiert, in so Schritten. Dann war es bis hier. Bei der nächsten Auffüllung habe ich es nicht mehr gekürzt. Und so ging es immer weiter. Und man konnte sich an diesen Step gewöhnen, alles anzufassen. Das kann manch einer wirklich nicht. Der merkt dann, oh stopp, das ist mir jetzt zu lang. Ich muss wieder ein bisschen zurückrudern. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß für mich, die könnten jetzt noch länger sein und ich würde immer noch alles schaffen, weil man sich irgendwie an die Griffe einfach gewöhnt hat. Verstehe aber auch da, Geschmackssache ist absolut Geschmackssache, ne? Und dieses, naja, es sind ja Sensibilisierungsvideos, ne? In unserer, in unten, naja, wie soll ich denn das sagen? Das hat jetzt nicht viel mit Psychologie zu tun, manchmal schon. Aber es ist, man muss nicht immer denken, dass es alles so, ach, warten, na toll, Videos, ja klar. Nee, 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 nee. Da steckt ein bisschen mehr hinter. Man muss sehr gute Menschenkenntnis haben, um so eine Videos eigentlich zu machen, abgestimmt, die jetzt ASMR betreffen. Und das geht natürlich nicht auf YouTube, ne? Man kann probieren, eine große Menge anzusprechen, die es generell mögen oder die sich sagen, oh Gott, geil. Schön, Miranda. Rote Nägel, die gucken sich wirklich nur Videos, weil die Nägel rot sind. Die interessiert die Form nicht, die interessiert dann auch nicht, ob ich da einen Ballon in der Hand habe oder eine Mandarine oder so, sondern die sind fixiert auf die rote Farbe. Und das ist es letztendlich. Und wenn es einige Leute beruhigt, dann macht mir das Spaß, der Macher zu sein. Da werden keine Texte kommen oder irgendwie, oh yeah, guck mal, ich kratze dich und kraul dich. Gottes Willen. Der Einzige, der gerade so versteht, worum es geht, ist, glaube ich, Timo, dem ich es schon jahrelang versprochen habe. Und ich habe es immer wieder vor mir weggeschoben und er weiß ja, dass ich die Dinger gemacht habe. Und deswegen dachte ich, naja, also komm, übertreib jetzt nicht deine Rolle, nicht noch einen neuen Kanal. Hau es einfach zwischendurch, wenn du wirklich danach Lust hast oder wenn dir danach ist, mach einfach ein Video einmal im Monat, alle 2 Monate. Ich brauche erstmal ein ordentliches Equipment, muss so Testphasen starten und dann wird wahrscheinlich Daniel daran glauben müssen und sagen, oh, das hört sich gut an oder nee, blechernd. Wobei ich werde es nicht einfach hochladen, wenn da irgendwelche störenden Nebengeräusche sind. Aber es ist dann einfach für einige wirklich sehr wohltuend. Und einige finde ich auch für mich sehr wohltuend. Das sind dann gerade die, die viel mit Wasser zu tun haben. Da gibt es dann so Videos, wo dann immer so ein Geglucke kommt unter Wasser und dann mit Glitzer gespielt wird. Und ey, das ist voll meins. Wenn man so einen Schleimhaufen nimmt, und die gibt es ja auch wie Sand am Meer, diese Videos, und ich mir vorstelle, ich könnte hier meine ganzen Glitzer reinballern und. Also mir geht keiner ab, braucht da keine Angst zu haben. Ihr wisst, dass ich da ordinär rede, aber so ist es. Sondern ich liebe dieses Angucken, dieses Verändern von dem Glitzer und dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch alles, was mit Hände. Ich bin auch übrigens ein sehr, sehr starker Händegucker. Ich gucke bei Frauen und bei Männern wirklich mit als erstes auf Hände. Ich weiß nicht warum. Es ist so, jeder hat so seine eigene Macke, ne? Der eine auf Augen, der andere auf dem Po. Bei mir sind es wirklich Hände, wo ich gucke, wo man auch oftmals sieht, sind das künstlerische Hände oder sind es Hände, die nicht gepflegt werden oder sind es
quadratische Bauer bei der Hände, die anpacken können oder viel gemacht haben im Leben. Das ist total komisch. Ich suche keine bestimmte Phase, sondern habe immer so eine Geschichte in meinem Kopf für Hände. Macht Spaß, so Menschen einfach zu analysieren oder zu verstehen, ja. Und deswegen, ich habe damit am allerwenigsten Problem. Wenn, dann habe ich so leicht die Befürchtung, dass ich hier so einige vielleicht wegraule, die dann denken so, ach du Scheiße. Wo kommt sie denn hergekrochen? Nee, aber ich denke mal, das dürfte kein Geheimnis sein. Ich bin da absolut offen, was diese Bereiche betrifft. Das weiß auch jeder. Und von daher, ich bereue gar nichts. Ich stehe dazu, mir macht es Spaß. Und ja, auch wenn Fetisch immer ein bisschen komisch klingt, ist es einfach nun mal der Ursprungsort, der von dort kommt, ne? Wo es für mich dann am Anfang sehr komisch war, wenn ich da kleine Mädchen gesehen habe, die sich vor ein Mikrofon setzen. Da muss ich sagen, hatte ich eigentlich schon so eine Schwierigkeit und dachte mir so, nicht aus Missgunst oder dass das in die Höhe schrubben kann oder so, aber es war für mich so komplett so krass, heftig, hatte ich noch nie gesehen. Auch, was ich auch toll finde, wie die sich da reinfuchsen. Also das ist ja nicht mal so, dass man einfach nur ein Mikrofon nimmt und dann diese Rollenspiele macht, ja. Wir kommen beim Friseur und wir bürsten dir jetzt mal die Haare. Natürlich, das existiert schon Jahre von Amerikanern und ich glaube, nee, das weiß ich jetzt nicht, aber irgendein anderes Land war es, wo mir es vorkam, das wäre noch fortgeschrittener als, ich glaube sogar, das war Japan, ne? Mit diesen Rubber Dolls, kann das sein? Naja, ihr merkt ja, also bei der Szene Schiene ist mein Horizont ein bisschen weiter als normal. Will jetzt auch nicht so kompliziert quatschen. Aber das ist schon eine Kunst, jemanden als Zuschauer an die Kamera zu binden, so wie das einige machen, wo ich mir denke, wow, krass, wie die sich da so reinsteigern, wenn die eine Bürste in die Hand nehmen und dann gar keinen Kopf davor haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist klasse, dass sie das machen können und den Sinn von ASMR eigentlich verstanden haben, ne? Das ist so wie, gibt genug Kartenleger im Internet und ich muss zugeben, ohne dass ich mich da auch, jeder soll seins machen, ich gucke das gerne. Und manchmal sind da auch wirklich Kartenleger bei, wo ich mir denke, so krass, krass, das stimmt. Die komplette Situation stimmt. Die sagen ja vorher dann auch, wenn du dich nicht angesprochen fühlst oder wenn die jetzige Situation nicht auf dein aktuelles Ich passt, dann schalte bitte ab. Das ist ja nicht so, dass sie sich hinsetzen als Hellseher, sondern sind ja so Ratgeber, Lebensratgeber und gehen so ihre Wege mit den Karten. Ich habe auch Karten, aber würde die niemals für mich legen, ja? Einige wissen, dass ich die gelegt habe oder lege und dass dort auch sehr vieles stimmt. Aber da will ich jetzt hier nicht in die Materie reingehen. Das ist so mein eigenes Ding. Tu sowas auch nicht als Scharlatan ab, wie manche das machen. Man kann selbst entscheiden, wie weit man geht. Wenn man dafür bezahlen möchte und weitergehen möchte für seine eigene Analyse, dann ist der Mensch 18 und weiß, was er da tut, ne? Und sowas in meinem Bereich auch, ganz klar. Aber das hat nichts mit Verarsche zu tun, wenn man sich dahinter klemmt und sich die Person auch genau anguckt und auch vom Bauchgefühl schon merkt, ist es jemand, der legt die Karten jetzt nur, um die Zuschauer anzusprechen und ja, alles schön redet oder redet er so geschwollen, dass es auf jede Situation passen könnte? Das sind dann auch so Redner, die mag ich überhaupt nicht. Wenn ich mir denke, so ja, toll. Also irgendwann wird es wahrscheinlich dunkel in meinem Leben. Mensch, klasse. Aber es gibt schon großartige Kartenleger, die sehr in die Tiefe gehen und sich damit wirklich mit Astrologie und ey, Sternzeichen, da denke ich mir, ey, wie lange muss es gedauert haben, dass man sich damit, dass man das so rund erzählen kann, so ohne, man sitzt da einfach nur vor, ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag sowas gucke, aber zum Entspannen oder Einschlafen höre ich es mir gerne an, gebe ich zu. Und so hat jeder so seine Sparte. Ich brauche einen Versiegler. Deswegen sage ich es einfach nur. Also nicht wundern, wenn ich dann eines Tages hier im Video mit einem Stück Schleim sitze und nur noch rumknautsche oder mit einer Mandarine oder mit einem Apfel und die einritze und man auf die Geräusche achtet.
in dem der Fokus einfach auf meine Hände gelegt ist und Fingernägel, dann schaltet er es gar nicht ein. Dann wisst ihr wenigstens sofort, okay, das Video kann ich nicht ab, da stehen mir die Haare zu Berge, um Gottes Willen. Trotzdem, ihr könnt mir gerne reinschreiben, nee, die Frage, ob ihr das abstoßend findet, stelle ich erst gar nicht, weil es mich da echt nicht interessiert. Also dann würde ich nicht dazu stehen, nee. Aber man kann ja sagen, ja, ist nicht so meins oder naja, Frauen eher weniger. Stellen wir uns mal nicht blöder, als wir sind. Wir wissen, dass da viel mehr Männer beteiligt sind. Höchstwahrscheinlich, wobei ich zugeben muss, ich gucke so eine Nagelvideos auch sehr, sehr gerne. Jetzt zwar nicht in dem Bereich mit Scratching und so. Oder, aber hier so generell so Nagelvideos. Wenn man da jemand zuguckt, wie er da seine Fingernägel macht, es ist auch beruhigend, sage ich ja. Es ist einfach nur eine Beruhigungsform. Jeder hat so seinen Stil und deswegen sage ich ja, solange man mit offenen Karten spielt, braucht man im Leben eigentlich nichts zu befürchten, ne? Weil ich komme jetzt mal wieder auf die 2, 3, 4 Leute zurück. Vielleicht waren es auch welche, die mal bezahlt haben. Ich habe keine Ahnung. Aber warum dann immer so um den heißen Brei? Die hätten nur sagen können, Mensch, machst du das nicht mehr? Dann hätten sie die Antwort bekommen. Aber dieses doofe, ich bin jetzt über dir. Nee. Den Schuh habe ich dir gleich gezogen. Ich habe auch sofort geschrieben, ja, guten Tag, habe mich angesprochen gefühlt. Aber es kam ja nichts weiter, ne? Das ist ja immer dieses Traurige, wo ich dann denke, so, ach, warten, das war's. Mensch. Wolltest du mir jetzt Angst einjagen oder haben die gedacht, ich mache jetzt meinen Kanal zu? Hä? Also wir sind im Internet, falls ihr zuguckt, die versucht haben, mich aus der Reserve zu locken. Vielleicht waren es auch mal Kolleginnen von mir. Ich habe ja keine Ahnung, ob die immer denken, man verheimlicht irgendwie was. Wie oft nehme ich das Wort Fetisch in den Mund? Wie oft kann man sich bei den Schuhen in der Vorschau schon denken? Wie oft rede ich von Füße? Mensch, also. Das sind da wahrscheinlich Leute, die wirklich nicht nachdenken oder nicht bis zwei zählen können. Ich habe keine Ahnung. Man merkt doch, dass ich die Tendenz der Verwandlung und Weiblichkeit total liebe. Also da müsste man ja blind sein. Es sei denn, man kennt mich nicht, ne? Aber ich finde komplett Feminisierung absolut cool. Gibt ja auch viele, die machen es wirklich nur als Kunstfigur und wollen damit nicht tagtäglich leben. Es ist auf jeden Fall sehr spannend und weniger kranker, als man immer denkt. Es ist sehr, wie sagt man, sehr, ja, man lernt irgendwie von allem so ein bisschen, ne? Wo kommt denn der Bub mir jetzt hierher? Finde ich total schön. Das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Variante. Ich hätte jetzt auch meine Nägel schwarz machen können, ne? Guckt mal. Hätte ich auch Lust gehabt, aber erst schwarz grundieren und dann mit einem. Nee. Aber so teste ich selber mal alle Farben durch. Hier sind so die ganz extravaganten mit Tint Ink und so ein Kram. Ich bin doch lange nicht fertig. Ich wollte noch alle Pigmente auftragen. Glitzer habe ich, glaube ich, 500 Dosen gefühlt. War jetzt übertrieben, aber dafür macht es ja umso mehr Spaß, ne? So, ich härte die Hand jetzt nochmal aus. Müsst euch nicht erschrecken, es wird kein Wochenprogramm. Schaffe ich auch gar nicht. Sage ich euch ehrlich, schaffe ich nicht, weil den Fehler, diesen Kanal nochmal zu vernachlässigen und meinen anderen Kanal, mache ich nicht. Da wisst ihr, der war nicht umsonst stillgelegt oder auf Pause oder meine Phase brauchte ich erstmal, bis ich den gelöscht hätte komplett. Ich habe ja immer gesagt, er schläft gerade. Da war mir bewusst, nein, das, was dir am meisten Spaß macht, machst du erstmal. Und dann kommt der Rest. Und Krösus bin ich ja auch nicht, ne? Also wenn man sowas macht, dann sollte man da schon wirklich bei so in Sachen, die wirklich mit Ruhe zu tun haben und Beobachtung, wo man da nicht mehr mit der Sprache ablenken kann, da muss leider so die Tonqualität stimmen, sonst scheitert man sofort ab. Also wenn man dann durch einen Kopfhörer ein Herzkasper kriegt, weil irgendwas stört oder knistert, kann ich euch sagen, hatte ich auch schon ein paar Mal erlebt, wo ich dachte, ah, nee,
Um Gottes Willen, bitte wegschalten. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen immer noch nicht. Also mittlerweile doch. Es ist schon wieder sehr viel Ordnung reingekommen. So, die Schwitzschicht war leider nicht non-sticky und deswegen. Und wo kam jetzt hier noch blau? Ach, hier von meinen Rändern, die ich hier versaut habe beim Quatschen. Ihr lasst mich einfach machen. Wenn es ihr Spaß macht, wenn es ihr gefällt, ihr guckt mir einfach zu, auch wenn es nicht euer Geschmack ist. Das finde ich so schön, ne? Ja, sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus mit dem Rand. Müssen wir alles noch einölen, eincremen. Das werde ich jetzt auch mal machen mit einem Pflegestift. Dann kann der nämlich einwirken, wenn ich meine andere Hand mache. Nagelhautcreme. Hab gerade noch mal dreimal geguckt, nicht, dass hier so eine Nagelhautentferncreme wäre. Na, das wäre ja grausam. Stellt euch mal vor hier. Bis zum Mittelknochen weggeätzt. Viel Spaß beim Pellen. Nee, das lasse ich jetzt einfach wirklich nochmal rundum einwirken. Ihr wisst, das mache ich auch gerne, wenn ich gefeilt habe frisch. Und das musste ich ja vorhin so ein bisschen die Ränder weg abflachen, die rausgewachsen sind. Und ja, hinten trage ich dann die Farbe immer so ein bisschen dicker auf, dass es nicht so auffällt, dass da diese Stufe ist. Weil das sind auch so Sachen, die hasse ich wie die Pest an mir. Alles, was rausgesendet wird, damit habe ich keine Probleme und damit haben auch meine Angehörigen und Familienmitglieder keine Probleme. So, das ist eigentlich so der Satz. Ja, ich zeige das, wo ich weiß, es ist keine Heimlichkeit, ne? So wie vielleicht einige dachten und sich gefreut haben beim Rauskitzeln. Ich saß eher hinten rum und habe gedacht, du Kröte, ey, du Arsch, sag doch einfach. So lacht man dann jeder hinter seiner Bildschirmscheibe wahrscheinlich. Dehydrieren ist ganz, ganz wichtig, weil ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Ritzen. Wegfräsen wäre der richtige Schritt gewesen, betone ich hier gleich. Ich hätte mir das gerne angeglichen, aber ich habe den Nerv jetzt nicht für. Den Teil mache ich jetzt hier weiter im Schnelldurchlauf, weil alles Wichtige habe ich gesagt. Also es langweilt euch, wenn ich jetzt hier 10-mal alles wiederhole. Habe ich ja meine Magnete hingepackt. Ach so, nee. So. Ach, seht ihr. Diese Magneten gibt es auch noch, aber von denen bin ich nicht so begeistert. Ich zeige euch das gleich mal. Und wenn ihr dann so einen Schmodderrand hier habt, könnt ihr das Ganze auch einfach wegmachen, indem ihr euch so ein. Ach nee, jetzt habe ich dieses Hufdings nicht hier, ne? Dieses Pferde. Diesen Schieber. Es gibt doch so Nagelhautschieber, so Hüfchen, Hufe. Bin ich bescheuert? Hufe. Und da ein bisschen die Haut wegschieben. Praktisch, dass es jetzt nicht mit versiegelt wird, ja? Also versteht man, was ich meine? Ich schiebe jetzt hier ausnahmsweise, was ich ja echt nie mache bei mir, die Nagelhaut ein bisschen weg. Da sieht man dann natürlich noch mehr den Abstand. Aber ich versiegel jetzt nur die Farbe. Das heißt, der Dreckrand ist nach hinten geschoben, den ich dann nach der Aushärtung säubern kann. Also ich gehe praktisch wirklich nur hierhin. Und ihr wisst, ich lasse so eine Patzer drin, damit man gleich sieht, dass man nicht immer von vorne anfangen muss oder auch nicht so rumrennen muss wie so ein Schmuddelkind. Sieht ja dann auch immer ein bisschen schmutzig aus. So. Entweder wäscht sich das Ganze nochmal raus mit einer Handbürste. Oder ihr nehmt einfach hoch. Cleaner, Nagellackentferner. Hier wieder korrekte Richtung beim kleinsten Anfang. Ist auch wieder so ein Manko. Macht es euch einfacher auf jeden Fall. Mir nicht, mir ist es egal. Weil wenn ihr am Kleinen anfangt, dann müsst ihr nicht immer so rübergreifen im Risikofall, dass ihr dann auf eure versiegelten Fingernägel kommt. Aber die Creme ist gut, muss ich sagen. Ich halte sie nochmal rein. Och, nee, warte. Allverde, Naturkosmetik. Ach, 10 Milliliter waren ja auch nur drin. Mit dem Finger auf dem Nagelbett verteilen und sanft einmassieren. Ja, die zieht wirklich sehr schön ein. Merkt man richtig. Was ist denn hier drin? Was habt ihr denn hier drin gemacht? Bei DM gekauft? Ja.
Steht nur vegan mit Nagelöl. Fühlt sich richtig schön fett. Also die ist fetthaltig, ja. Wenn ihr eine fetthaltige nicht wollt, dann natürlich nicht kaufen. Aber die ist richtig schön. Zieht ein und danach kann man mit dem Haushaltstuch einfach rüberrollen. Dann ist der Rest, der Überschüssige, der sich nicht eingezogen hat. Die Haut nimmt sich ja auch meistens immer nur so viel, wie sie selber braucht. Und dann kann man den Rest einfach wegsaugen mit einem Haushaltstuch, ein Pad oder so. Seht ihr, und genau das ist es. Wenn ich hier ein Video drehe, vernachlässige ich ungewollt den anderen Kanal, weil ich in der Zeit eben nicht schneiden konnte. Ich heule bald, ey. Ich brauche drei Hände, vier mindestens. So, jetzt guckt mal. Die gibt es auch zu kaufen. Und da müsst ihr. Ja. Da müsst ihr ja nichts machen. Der funktioniert hier nicht mal. Also, ich wusste, dass man den schieben kann. Dann konnte man so eine Seite schieben und dann ging es zur anderen Seite. Nee, das wird hier irgendwie nichts. Da, jetzt sieht man da so einen dunklen Punkt. Super. Nee, aber gefällt mir irgendwie nicht. Ach so, hier. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Man muss echt je nach Lack erstmal austesten, wie die gepult sind. Ansonsten kriegt man davon gar nichts mit, wie hier was abgeht. So, jetzt habe ich hier so eine Punktierung. Schon wieder keine Luft hier und könnte. Oh, Luis, was ist los mit dir? Das ist mein Hund, falls ihr meinen anderen Kanal nicht kennt. Ja, ist sehr schwach, ne? Ist eine Fummelarbeit. Ich lasse es jetzt trotzdem einfach mal so, dass ihr wisst, wie viel verschiedene Magneten es eigentlich letztendlich dafür gibt. Eventuell kann ich mir vorstellen, wenn ich so einen Lack hier genommen hätte und meine Fingernägel schwarz gehabt, Lampe, wenn ich meine Fingernägel schwarz gehabt hätte und hätte dann den Cat-Eye-Lack rübergezogen, dann wäre es wahrscheinlich noch eine coolere Optik gewesen. Dann hätte ich nicht so Striche gehabt in Bronze oder in Grün, sondern eher so Punkte auf Schwarz. Das muss ich mal probieren, gesondert im Video, dass ich mal wirklich ein Magnetic-Video mache, wo ich einfach rumspiele, wo wir zusammen gucken können, was ist möglich, was sieht am schönsten aus, wo man nicht so lange Versuchsobjekt spielen muss, ne? Weil bei einer Kundin geht es gar nicht, dass man sagt so, oh Moment, also jetzt spielen wir erstmal rum und dann könnte man auch für mich selber einfach mal sehen, wenn man einen Schrägstrich haben will oder ein bisschen Schlangenmuster, dann wüsste man sofort, aha, okay. Den halten wir von oben ran oder von der Seite oder schräg, dass man die Pole einfach mal kennenlernt von dem Magneten selbst und dem Lack. Und diese Woche wird mit dem anderen Kanal echt schwach. Ich werde dieses Video versuchen, also wir haben jetzt heute Montagabend, ich werde das versuchen, morgen früh zu schneiden, für euch das dann am Dienstag auf den Nagelkanal hochzuladen und hoffe, dass ich dann beim Mittwoch bin ich verabredet. Da, ja, das kann ich auch sagen, Jerome kommt zu mir, da wollten wir vloggen ein bisschen. Als wir unsere alten Vlogs gemacht haben, haben ja auch einige gesagt, noch mehr davon. Aber ist ja ganz klar, ne? Also, wer ihn kennt, dass er jetzt gerade andere Probleme hat, sollte klar sein. Aber jetzt hat es gerade mal gepasst. Wir quatschen dann ein bisschen. Es gibt Redebedarf. Freundchen und ja, Käffchen, was nicht so alles anfällt. Ne? Ich danke auf jeden Fall jedem Einzelnen, der mal fleißig guckt und die Zeit opfert. Muss man ja sagen, ist ja eine Zeit opfern. Auch wenn ich hoffe, dass es eine schöne Zeit ist, die ich euch klaue, mal mehr oder weniger. Und fertig. Ich spitze jetzt noch meine Fingernägel ab. Das weiß ich, habe ich nämlich bei allen nicht gemacht. Ach, seht ihr, dann passt das nämlich ganz gut. Dann werde ich nämlich auch die Creme hinten hier bei diesem Unfall raufmachen. Hier, sowas in der Art. Sieht zwar schon ein bisschen verdatscht aus, aber sowas meine ich. Kennt ihr doch aus Gummi. Kriegt man doch bei Rossmann und DM. Und dann würde ich das hier, weil es so eine feine
so einen feinen Bimsstein. Mittlerweile kann ich Bimsstein aussprechen. Ich habe immer Bimsstein gesagt, aber es heißt Bimsstein hier. Und dann kann man das von der Haut vorsichtig entfernen. Gerade mit der Creme ist ganz cool, weil die ja schön fetthaltig ist, ne? Ich reinige natürlich alles. Nehme ich sowieso nur für mich, hauptsächlich. Also so eine Sachen sollte man schon als Einweg benutzen oder dann in Silikonform und dann desinfizieren. So, und dann habt ihr nämlich einen halbwegs sauberen. Der Rest wäscht sich dann mit der abgestorbenen Haut ab. Den kann man hier so. So. Sieht dann schon besser aus, ne? Ich will aber auch immer nicht meine Haut hier beanspruchen. Aber behalten wir die Ruhe. Danke fürs Zugucken. Danke für jeden Einzelnen, der es in der Pause mit mir durchgehalten hat, der immer noch da ist. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.